Dann die große Schiebung. Ich bin gespannt. So, drei Züge. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit einer der Kugeln. Okay, das ist halt richtig weird. Wofür braucht der Pompoide-Typ viermal die gleiche Kette? Für seine vier verschiedenen Frauen. Oder er verkauft die jetzt statt Pompoios. Keine Ahnung. Gott, wir haben ja auch noch Pfeile, ne? Wie soll das denn mit drei Zügen gehen? Also, nur mal rein theoretisch. Drei Züge. Wir können auf jeden Fall nicht geradeaus durchlaufen. So. Folgen die Kugeln auch den Pfeilen? Ich gehe nicht davon aus. Gucken wir mal. Oh, doch. Spannend. Okay. Das macht vieles interessanter. Dann machen wir doch als erstes mal das. Ah ne, warte, Moment. Zug zurück. Dann funktioniert das auch, mit den Pfeilen funktioniert das dann auch mit dreien. So, dann machen wir nämlich das Ding weg. Naja, shit. Oder auch nicht. Nein, ich will auch nur einen Zug zurück. Also vielleicht doch erstmal grün. Nein, ah shit, grün müssen wir... Nein, nicht B, Y. Grün müssen wir natürlich als letztes machen. Also erstmal... Rotes safe. Dann lila. Lila darf da tatsächlich nicht in den Weg. Nee, nochmal zurück. Nein, nicht B. Doch so. Ja doch, das funktioniert auch. Das geht schon. Die kann da ruhig liegen bleiben. Das ist in Ordnung. Dann so. Dann so. So weit, so gut. Jetzt lila. Macht das Sinn? Ich guck mal, was passiert, wenn wir jetzt gelb machen. Damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, aber okay. Ich habe halt auch noch gar keinen Plan, wo wir hinlaufen wollen. Also unser Problem ist ja, wir müssen... mit unserem dritten Zug idealerweise so auf den Pfeil hier kommen oder so. Also, was wir letzten Endes machen wollen, ist wahrscheinlich... eins... zwei... und dann müssten wir aber lila jetzt wechseln und dann hätten wir drei. Dann wären wir damit durch. Das funktioniert so aber nicht. Also funktioniert von der Seite schon mal nicht.
Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber warte mal. Zug zurück, Zug zurück, Zug zurück. Wenn wir jetzt noch die blaue Kugel dazu holen. Oh nein, Zug zurück. Und rot nochmal gerade ändern. Und jetzt die blaue Kugel dazu holen. Ist das fast gut. Dann müssten wir jetzt nur in zwei Zügen auf das Feld kommen. Und es geht nicht. Okay, nein, falscher Button. Doch, das passt, oder? Naja, wie komme ich denn auf das Feld hier? Nach rechts und nach vorne? Wenn ich nach rechts und nach vorne laufe, stehe ich hier. Wenn ich nach rechts laufe, nach vorne, dann lila umschalte und nach links. Oh, wait. Du hast so recht. Wir nehmen einfach die große Hafenrundfahrt. Wir kommen von der anderen Seite und machen den großen Bogen. Da können wir Lieder sogar jetzt schon umschalten. Hatte ich den echt guten Gedanken, habe ihn nur nicht zu Ende gedacht. Danke für den Hinweis. Crazy. Okay. Ja, Hauptsache, wir haben einfach schon fast 31 Stunden in dieses Spiel gesteckt, ne? Ist furchtbar. Was kann ich eigentlich kurz so machen? Ah, 1727, okay. Ich glaube, den neuen Fall fangen wir nicht mehr an. Ich würde ganz gerne noch mal kurz gucken. Ernest hat echt Pech. Er wird an seinem ersten Tag an der Grassenhaller Universität eines schweren Verbrechens bezichtigt. Der Typ geht an die Uni? Wait, what? Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Oh wow, Sherl schwebt noch mehr in der Luft als sonst schon. Hallo, Sherl. Oh, da bist du ja, Nadelstreifen. Ich habe dich schon langsam vermisst. Miss Layton hatte mich gebeten, auf dem Weg noch schnell etwas einzukaufen. Da hätten wir Tee, diese Modezeitschrift, einen kleinen Snack für später. Also bist du mal wieder der Laufbursche, was? Ist Miss Layton denn noch nicht hier? Sherl sitzt auf der Textbox. Ah ja, vollkommen klar. Vollkommen klar. Oh, sie ist schon los. Sie meinte, sie kommt erst spät zurück. Oh, wie schade. Sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Willst du sie hören? Natürlich. Meine Güte, das hört sich unheimlich wichtig an. Ich kriege schon ganz schwitzige Hände. Na dann, bist du bereit? Ernest, während ich unterwegs bin, räum auf. Das ist alles? Ich fürchte schon. Nicht ganz das, was du erwartet hattest, ne? Ich fühle mit dir. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich hatte geahnt, dass es darum geht. Die Nachricht ist, halt endlich die Klappe und geh nach Hause, du besoffener Sack. Großartig. Schön wär's gewesen. Also, wo fange ich am besten an? Mit dem Schreibtisch. Ja, den letzten beißen die Hunde, was? Jetzt musst du für deine Chefin aufräumen, weil sie sich aus dem Staub gemacht hat. Ach, das würde ich so nicht sagen, Sherl. Sie räumt ja auch auf. Ja? Hab ich noch nie gesehen.
Aber nur, wenn sie aufräumen will. Wenn sie nicht aufräumen will, tut sie es auch nicht. Sie ist einfach sie selbst. Im Gegensatz zu dir. Du machst nur Sachen, die andere Leute wollen. Weil du denkst, dass das das ist, was du willst. Aber sehen wir den Tatsachen ins Auge? Du wirst sie einfach niemals bimsen, Ernest. Es wird nicht passieren. Not gonna happen. Da hat sie eher einen netten Abend mit Shirl. Auch wenn sie nicht Claudia heißt und Shirl kein Schäferhund ist. Aber Ernest, es wird einfach nicht passieren. Not gonna happen. Du meinst wohl, sie ist einfach selbstsüchtig, oder? Sie möchte noch nie gerne aufräumen. Also sucht sie sich einen Trottel, der es für sie tut. Der letzte Teil könnte schon stimmen. Na, egal. Ich wollte dich etwas anderes fragen, Nadelstreifen, und das ist die perfekte Gelegenheit. Ach, was willst du denn wissen? Was machst du hier eigentlich? Warum arbeitest du hier als Cats Assistent? Sie zahlt dir nicht mal ein Gehalt, oder? Nein, das tut sie nicht. Ich arbeite hier zum Dank für einen Gefallen, den Miss Layton mir mal getan hat. Das muss ja ein großer Gefallen gewesen sein. Was ist passiert? Es war an dem Tag, an dem ich sie das erste Mal traf. Ich lausche gespannt. Scotland Yard hat gegen mich ermittelt. Ermittelt? Gegen dich? Zu mich auf den Arm nehmen? Oh, der Fall ist ein Flashback? Das heißt, der Fall ist eigentlich schon gelöst und wir müssen gar nichts machen? Ah ja, richtig Bock drauf. Aber wenigstens haben sie das Büro vom Inspektor ein bisschen umgeändert, weil es ja in der Vergangenheit ist. Immerhin. Es hat sich irgendjemand bei diesem Spiel schon Mühe gegeben. Inspektor Hastings hatte mich in sein Büro zitiert. Es gab einen Diebstahl und ich war der Hauptverdächtige. Ernest Rorick, Sie haben den Diebstahl begangen, nicht wahr? Nein, ich war es nicht. Ich bin unschuldig, Inspektor, ich schwöre es. Schluss mit dem Blödsinn, mein Guter. Ich weiß, dass Sie in Dr. Ohms Labor eingebrochen sind und seine Forschungsunterlagen haben mitgehen lassen. Geben Sie es zu. Lustigerweise hieß meine Chemielehrerin Ohm. Eingebrochen? Nein, das war ich nicht. Das ist ein furchtbares Missverständnis. Sie wollen die Tat also weiter leugnen? Wir haben Zeugen, das ist Ihnen klar, oder? Man hat gesehen, wie Sie da rumgeschlichen sind. Glauben Sie wirklich, dass ich noch mehr Beweise brauche, um Sie festzunageln, Kumpel? Also wenn Sie jetzt ehrlich sind, können Sie Schlimmeres verhindern. Aber ich habe gerade erst an der Grasnahan Universität angefangen. Warum sollte ein Erstsemester wie ich... Oh, die Grasnahan Universität? Okay, ich hatte schon so ein bisschen auf Q-Horny Music gehofft, aber okay. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind, dass Sie hier einfach reinmarschieren, während ich Verdächtige verhöre? Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie diesen armen Mann zu Scotland Yard gebracht haben. Bitte? Sie können doch nicht einfach Leute beschuldigen, ohne zuvor vernünftig ermittelt zu haben. Mir scheint, als hätten Sie nur Indizien, aber keine handfesten Beweise dafür, dass er am Tatort war. So, und wer sind Sie, vorwitzige Person, wenn ich fragen darf? Oh, Verzeihung. Mein Name ist Catriel. Catriel Layton. Und wenn Sie die Kaiserin von China wären, Sie können nicht einfach hier reinmarschieren und sich in Polizeiangelegenheiten einmischen. Wenn Sie eine Beschwerde über unsere Vorgehensweise einreichen wollen, müssen Sie den langen Dienstweg gehen und dieses Rätsel lösen. Natürlich. Natürlich. 5 Autos fahren hintereinander die Straße entlang und alle rasen schneller als erlaubt. Am nächsten Tag betreten die 5 Fahrer die Polizeiwache, aber nur 4 von ihnen werden wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt. Welches Auto gehört dem Fahrer, der nicht angezeigt wurde?
Warte. Schade, ich hatte voll die gute Idee. Ich dachte, das hat hier mit dem Ding zu tun. Aber er hat irgendwer Blaulicht? Ist irgendwas ein Polizeiauto? Was davon ist das Polizeiauto? Also ich habe halt erst gedacht, eins davon wäre ein Krankenwagen und hier wäre irgendwo sie der Aufdruck drauf. Aber es wird halt schon irgendjemand sein, der so schnell fahren darf. Aber man kann ja jetzt halt nichts eindeutig, also selbst auf dem Bild hier unten erkennst du ja nichts. Oder wurde einer abgeschleppt? Naja, komm, aber wenn du ein Auto abschleppst, fährst du halt nicht über der erlaubten Geschwindigkeit. Da fährst du eher deutlich drunter. Also ja, wäre eine Möglichkeit und ich würde es dem Spiel zutrauen, aber sehe ich halt nicht. Die Frage ist eigentlich, warum haben die ihre Autos mitten auf der Fahrbahn geparkt? Sitzt in einem kein Fahrer, sondern ein Tier? Das kann ich an den Schatten hier nicht ausmachen. Also, du kannst ja halt nicht sagen, ist eins davon ein Mensch und nicht. Das mittlere, das kann ja nicht langsamer oder schneller fahren, weil eingekreist. Das könntest du aber genauso zum zweiten oder zum vierten sagen. Also demnach müsstest du halt nur den ersten und fünften anzeigen, weil die haben halt alles so dicht beieinander gehalten, dass auch keiner langsamer fahren konnte. Abgesehen davon können die ja locker die Spur wechseln. Nein. Nein, nein. Also wird schon irgendwas mit dem Schild auch zu tun haben, oder? Nummer 2, weil 1 und 3 ihn verdecken. Und warum nicht Nummer 3, weil 2 und 4 ihn verdecken? Oder warum nicht Nummer 4, weil 3 und 5 ihn verdecken? Vier ist kleiner, aber 4 hat Gepäck obendrauf. 4 ist auch nicht kleiner. Wenn du mal auf das Bild hier guckst, die sind alle gleich hoch. Das wird mit der Höhe nichts zu tun haben. Sehe ich halt nicht. Ich sage, 5 wird nicht angezeigt, weil er als einziger 2 Auspuffrohre hat. So, fertig. Oder 2 wird nicht angezeigt, weil das Auspuffrohr quadratisch ist. Also, beziehungsweise rechteckig, nicht quadratisch. Warum sieht das erste Auto eigentlich aus, als wäre es von den Jetsons? Also so die einzig logische Schlussfolgerung im normalen Straßenverkehr wäre, dass ein Auto so schnell fahren darf. Also sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten muss, weil das halt Blaulicht anhat oder halt Notfall ist. Aber das sehe ich hier. Also da kannst du halt kein Auto festmachen. Viereck und Dreieck, damit ist es die 2, was? Gehen wir mal davon aus,
dass wir das Blaulicht einfach nicht sehen. Aber der erste ist tatsächlich verdeckter Ermittler sonst irgendwas und hat vielleicht sein Blaulicht nur vorne so auf die Armatur gepackt, dass man es durch die Windschutzscheibe sieht, was wir in dem Fall nicht sehen würden. Und der Rest hat sich einfach so kolonnemäßig drangehängt und die Gelegenheit genutzt, schnell zu fahren. Warum ist die Betonung auf Geschwindigkeitsüberschreitung? Gibt es einen, der wegen was anderem angezeigt wird? Es gehören mindestens 4 Leute angezeigt, weil sie den Abstand nicht einhalten. Nein, warte. Ist das das Foto? Ist das dieses Foto? Dann der mittlere, weil man das Kennzeichen gar nicht erkennen kann. Das wäre so ultimativ wack, das wäre halt richtig wack. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Es kann hier alles sein. Willkommen bei Layton. Ja, richtig. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Nein, 3 ist es offenbar nicht. Nicht gut, Catriel, gar nicht gut. Normalerweise ist es aber auch so, dass wenn ein Bild, also wenn das kleinere Bild wichtig ist, dass man dann die Bilder wechseln kann. Warum betritt der Fahrer des Gelben denn am Folgetag die Wache? Wahrscheinlich, weil er, also, ja, okay, weil er herzitiert wurde. Macht schon Sinn. Also das Kennzeichen kann es nicht sein, sonst könnten sie die Leute halt nicht festmachen. Also es müssen halt alle erkennbar sein. Weil sie sonst halt nicht sagen können, ah ja, du musst mal zur Wache kommen. Okay, fairer Deal. Abgesehen davon, dass nach so einem Foto das Schreiben und die Vorladung erst 4 Tage später kämen oder so. Aber ganz egal. Gehen wir dann davon aus, dass das erste Auto schneller fahren durfte? Aus Gründen? Ich sehe es sonst halt echt nicht. Also, keine Ahnung. Glaubst du echt, es ist, weil einer nicht wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt werden, nicht wurde, sondern wegen was anderes? Aber das Gepäck ist fest. Also, das wackelt hier nicht oder so. Und du kannst jetzt nicht davon ausgehen, vielleicht wegen der Form auf dem Schild, habe ich auch erst überlegt, aber du kannst, also die Kennzeichen sind halt alle gleich. Stimmt, das bedeutet auch, dass einer überhaupt keine Anzeige kriegt. Ah, wobei, na, nicht zwangsläufig. Ja, es ist jetzt auch, also ja, theoretisch bedeutet das, dass er nicht angezeigt wurde, aber hier in dem Satz davor geht es konkret um die Geschwindigkeitsüberschreitung. Also ich. Kein Plan, ich sag das erste, das hat auch so eine komische Form. Was weiß ich denn, ich rate das jetzt durch, ist mir einfach zu bescheuert. Okay, eins ist es auch nicht. Gib mir mal einen Hinweis. Ich hätte gern eine von meinen 192 Hinweismünzen eingesetzt. Na, was für ein toller Hinweis. Es haben alle 5 Wagen die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten. Was kann es also für einen Grund geben, warum nur einer nicht angezeigt wurde? Wenn du den Grund herausfinden kannst, kannst du schlussfolgern, an welcher Position er war. Ach so, vielen Dank, dass ihr mir grundlegend erklärt habt, wie dieses Rätsel funktioniert.
Danke, das hatte ich verstanden. Ich gebe einen anderen Hinweis. Was ist denn das für ein Hinweis? Es gibt einen Grund, warum einer der Fahrer nicht angezeigt wurde, obwohl er die Geschwindigkeitsbegrenzung klar überschritten hat. Was könnte der Grund sein? Das ist doch genau der gleiche Hinweis wie eins. Und ja, Hinweis 3, ich will jetzt Hinweis 3 haben. 4 der Fahrer wurden von der Polizei geschnappt, da sie aufgrund von zu schnellem... Wer könnte sie festgenommen haben? Ja gut, dann ist Auto 5 wohl die Polizei. Sowas hatten wir ja auch schon vermutet, dass irgendwas Krankenwagen oder mit Blaulicht ist. Aber woran soll ich denn bitte erkennen, dass das letzte Auto Polizei ist? Das ist ein besonders interessantes. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Ein Streifenwagen hat die Raser verfolgt und war entsprechend das letzte Fahrzeug. Und das weiß ich jetzt woher? Ich finde meine Begründung, dass das erste ein Krankenwagen ist oder ein Krankenfahrzeug oder irgendwie ein Notarzt und der Rest nutzt einfach die Gelegenheit und fährt da schnell hinterher, weil die Bahn frei ist, genauso sinnvoll. Das war mit Abstand das beschissenste Rätsel überhaupt. Wow, ich bin done für heute. Sie haben es gelöst? Aber wer hätte das gedacht? Wir lösen jedes Rätsel, das ist mein Motto. Ganz im Gegensatz zu dem von Scotland Yard, das wohl eher lautet, im Zweifel für den Ankläger. Potzblitz. Inspektor Hastings? Inspektor Hastings, tut mir leid, dass ich hier reinplatze, aber Ihr Termin... Ah, natürlich, mein Termin an der Grassenheller. Ja, vielen Dank für die Erinnerung, Constable. Also gut, Rorick, sieht so aus, als hätten Sie jetzt nochmal eine Gnadenfrist. Aber Sie stehen immer noch ganz oben auf meiner Liste, mein Guter. Und sobald ich weitere Beweise habe... Oh nein, bitte nicht. Gehen wir, PK's Drive. Wir haben einen Termin an der Universität. Jawohl, Sir. Sie können dann jetzt gehen, junger Mann. Oh je, ich war es nicht, aber wie kann ich Scotland Yard von meiner Unschuld überzeugen? Na, immerhin sind Sie jetzt weg und Sie meinten, dass Sie gehen dürfen, also verschwinden wir doch von hier. Oh, also, Also natürlich, Sie möchten lieber bleiben? Ach je, nein. Dann sollten wir lieber verschwinden, bevor der Inspektor wiederkommt. Ja. Und so begegneten wir uns das erste Mal. Was für ein glücklicher Zufall. Warum Kette überhaupt draußen war und da reingegangen ist? Damals erschien sie mir wie eine Schicksalsgöttin. Der Polizist hätte auch schon welche überholt haben können, um sich die Kennzeichen der anderen zu... Es ist halt totaler Bullshit. Also das Rätsel war halt echt Unfug. Aber ja... Sind andere Layton-Teile bezüglich der Rätsel auch so, oder ist das nur dieser Teil? Die anderen sind besser? Die DS-Teile sind pures Gold? Fun Fact, der Teil ist ursprünglich auch vom DS. Ich würde sagen... Der Teil hier ist auch pures Gold, aber pures Katzengold. Verstehst du? Katze, Cat, Catriel. Gleichzeitig Trash. I'll show myself out.